wunderschöne Texte zu hören, das wird ein Genuss sein. Aber es war auch ein Genuss, die Bilder zu sehen. Und euch klauen. Ah ja! Und die Arbeiten der Steinbildhauer. Wunderbar. Nur jetzt. Ich bin todtraurig seit 2 Stunden. Nun tröstbar. Denn in dieser Woche haben die Kursteilnehmer so tolle, fabelhafte, schöne, ergreifende, lustige, berauschende Texte geschrieben. Und ich musste bestimmen, dass nur ein kleiner, klitzekleiner Text vorgetragen werden darf. 4 Gruppen treffen montags ein und wollen große Künstler sein. Sie spielen, malen, hämmern, schreiben. Sie wollen die ganze Woche bleiben. Sie schaffen fleißig, ohne Verdruss und warten auf den Musenkuss. Sie setzen bunte Hüte auf, die Woche nimmt zu ihrem Lauf. Doch dann will einer nach dem anderen hinaus zur Teufelsbrücke wandern. Dort kommt ein borstiger kleiner Teufel und sät in ihre Herzen Zweifel, ob sie ihr Werk auch gut gemacht. Er quält die Armen Tag und Nacht. Sie sind am Ende ganz verzweifelt und tief betrübt. Es ist verteufelt. Da kommen flugs die Clowns zum Glück, holen auf den Boden sie zurück und lachen sie ganz einfach aus und sagen, macht euch nichts daraus. Nichts ist perfekt im Weltenlauf. Wer fällt, steht einfach wieder auf. Guten Abend, liebe Gäste. Ich freue mich ganz riesig, hier so viele tolle Prominenz hier zu begrüßen. Wunderbar, ich finde es ganz großartig, dass wir so viele schöne, interessante und inspirative Kurse parallel hatten. Leider haben wir gar nicht so arg viel davon mitbekommen, weil wir ganz grandios beschäftigt waren mit draußen malen. Und Sie sehen hier unsere ganze Woche an der Wand hängen. Ja? Wow. Das sind so die Ergebnisse. Das verrate ich noch nicht. Das Purpurglöckchen bimmelt, zur Abfahrt bereit. Das Herzgespann von Papa Wehr Orientale. Nasse Mädchenaugen blicken ihm nach. Die Trauer wächst zum Steinebrechen. Die Trippmadame auf dem Felsen lockt fette Hennen an. Der Hornbach weidet Klee vom Wunderbaum. Wer das Kraut der Unsterblichkeit nicht zu unterscheiden weiß vom Rizinus, braucht einen Eisenhut. Will er nicht geschwind wie eine Dreimasterblume auslaufen?